Hallo und herzlich willkommen zu Espada Breaks. Heute geht es um die 6035 aus dem Jahr 1987 mit 45 Teilen. Und dann schauen wir uns auch erstmal hier die Special-Teile an. Da haben wir zuerst ein wunderbares Pferdchen mit Sattel, mit blauem Sattel dabei. Und einem Schwert habe ich auch schon drin. Dann könnt ihr natürlich bei dem Pferd, wie es früher üblich war, das Ganze ersetzen. Ja, dann macht ihr einfach einmal zweier Brick und einmal zweier Plate und dann habt ihr das Pferd quasi ausgehöhlt, dass quasi da die Ritter auch drauf können. Und ich baue das mal wieder zurück. Wenn wir vom Pferd reden, darf Ritter natürlich nicht weit weg sein. Da haben wir als erstes einen Ritter mit Nasalhelm. Ja, von den Falken oder Adlerrittern. Rittern, sehr cool. Und ich habe hier einen Ritter mit einem quasi Kompletthelm. Ist keine Klappe, ist ein Gussteil. Sehr interessant ist hier die Feder in schwarz. Ich habe leider nur noch diese Feder in schwarz. Wenn man sich das Original anschaut, brauche ich eigentlich diese Dreierfeder, wenn ihr das da seht. Ja, also hier da diese Dreierfeder muss ich eigentlich haben. Habe ich aber leider nicht. Das Einzige, was ich noch hatte. Was ich auch noch habe, ist dieses Schild. Ihr seht, es ist schon sehr, na, wie mache ich das am besten so? Schon sehr angemackt, ja, da sieht man den Adler auch nicht mehr so toll drauf. Rückseite des Schildes, wie alle Schilder von damals, geklebt natürlich. Dann haben wir eine, als Special vielleicht noch so eine handelsübliche Axt, ja, oder Beil oder was das ist. Das ist eher schon eine Kampfaxt. Und wir haben zwei von diesen wunderbaren Speeren dabei. Als sonstiges Special-Teil ist dann noch hier sozusagen diese Dachkonstruktion, die man später drüber baut, auch ganz schick. So, es ist, ihr werdet gleich merken, natürlich sehr wenig. Die Anleitung, kann man eben zeigen, ist für das Alter, ja, hat ein paar Marken, ist ein bisschen eingerissen, ist aber für das Alter eigentlich noch ziemlich gut. Hier sieht man auch nochmal, ich versuche es mal nochmal nebeneinander zu halten, sozusagen, hier die Feder, die es sein soll. Hier die Feder, die ich nur habe. Ja, ist ärgerlich, aber Hauptsache überhaupt eine Feder oben drin. Ne? Ja, hier, wir fangen an mit einer grünen Braceplate. Damals, das war so die ersten grünen Teile, die kamen. Nur die Plates quasi, dass das Gras andeuten sollte. Ihr werdet auch gleich sehen, dass der Aufbau wirklich fix geht. Das ist jetzt auch kein super großes Set, muss ich auch sagen. Sagte er, dass der Aufbau schnell ging und verbaute sich sofort im ersten Bauschnitt um eine Reihe. Einmal mit Profis arbeiten, ne? So sieht das aus. Ja, die Ritter jetzt im Jahr 2021, die Schmiede ist ja wieder, da sind ja quasi hier diese Falkenritter wieder in, sozusagen. Finde ich prinzipiell cool. Ich muss sagen, die Falkenritter waren aber eigentlich so vor meiner Zeit. Also 87, da war ich 2. Das ist natürlich, da hat man nicht viel mitgenommen von den Rittern. Sondern es ist eher interessanter gewesen, die Mitte der 90er kamen. Also die Drachenritter und dann die Löwenritter nochmal, die neu aufgelegten Löwenritter. Da können dann viele von euch vielleicht, oder viele finden die dann nicht mehr so toll. Für mich sind das die Ultimativen. Deswegen habe ich ja von denen auch die Burg von den neuen Löwenrittern. Ja, die Nummer habe ich jetzt natürlich wieder nicht im Kopf. Es tut mir leid. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Das Set ist an sich, wenn man es erstmal schafft zu bauen, recht schnell zu bauen. Ja, also ich es sind ja sonst auch keine super speziellen Teile dabei. Ne? Was mal nett ist, dass es hier so angedeutet wird mit diesen Ecken, ne? Dass man da irgendwie so eine Erhöhung hat drin im Zelt, aber auch jetzt nichts super Spannendes. Kommen hier an der Seite noch so ein paar C-Clamps. Will ich gleich die Speere. Also hier auch die beiden. Überbewaffnet wieder mal. Ja, zeige ich euch gleich, wie ich das meine. Das war die Richtung. Jetzt nochmal eine letzte Fuhre nachlegen an Steinen, die draufkommen. Einmal so, einmal so. Auch sehr nett sind die Fahnen, die dabei sind, aber die sind halt auch so Standard damals gewesen. Das waren jetzt keine Special-Fahnen, die es nur hier gab. Ja, die waren halt überall mit dabei. Und da muss man sich halt, also
Okay, die C-Clam hält auch nicht mehr so viel. Muss man sich halt auch nicht wundern. So, was meine ich mit überbewaffnet? Wir haben einmal der Ritter, der hier quasi Wache steht. Der hat ja quasi jetzt die Axt. Ne, wie ihr seht hier, Axt. Dann habt ihr zwei Speere, die dabei sind. Dann hat der Ritter auf dem Pferd einmal die Lanze. Gut, wenn man mit der Lanze angreifen will, ist das eine Sache. Oder man will nicht zwingend. Aber er hat ja auch noch das Schwert dabei. Und er könnte sich ja auch quasi, es könnten beide noch sozusagen den Speer als Alternative nehmen. Und wenn das nichts ist an überproportionaler Bewaffnung, weiß ich auch nicht. Heutzutage wird es wahrscheinlich nur einen Speer geben. So, das ist das Set. Kommen wir zum Fazit. Ritter mit Pferd ist immer cool. Besonders, wie gesagt, diese schwarzes Accessoire finde ich nett. Ne, hier diese schwarze Feder, auch der Helm. Also ist sehr schwarz gehalten, der Ritter, auch der Torso-Print. Ne, es ist alles schwarz. Das Schild ist ganz nett mit dem gelben Rahmen drumherum. Sonst, ihr seht ja, ist abgegriffen leider. Ja, das ist einfach ein Ritter mit Pferd und Schild. Hier haben wir die kleine Kabine mit dem Kollegen drin. Ja, die, also das ist die einzige Schwäche, weil das ist, darf man halt auch nicht überdehnen, sonst fällt das Ding ab. Ja, aber das kann man aufmachen. So, und dann kann man das bespielen. Also, das ist hier das Spielfeature. Nichtsdestotrotz, also völlig überbewaffnet und deswegen einfach ein Top-Set. Also, kann nie genug Speere und Waffen und Ritter haben. Daher 60-35, Daumen hoch für das Set. Und wenn euch das gefallen hat, könnt ihr auch gerne den Daumen hoch lassen. Sonst auch gerne abonnieren. Und ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer erfreut euch den Klemmbaustein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.